Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die abschließenden Einstellungsoptionen zeigen, die Sie bei einer Kampagnenerstellung in Google AdWords vornehmen können. Die Anzeigenrotation ist eine weitere Möglichkeit. Sie können hier das Ganze optimiert oder nicht optimiert vornehmen. Wenn Sie optimiert eingeben, dann ist es so, dass wenn Sie innerhalb von einer Anzeigengruppe mehrere Anzeigen erstellt haben, dass dann diese Anzeigen rotiert werden. Das bedeutet, dass nicht immer die gleiche Anzeige gezeigt wird, sondern unterschiedliche. Und Google misst dann im Anschluss, wie gut war das Verhältnis von Werbeeinblendungen zu Klicks, also wie häufig wurde die eine Anzeige angezeigt im Verhältnis zu der anderen, beziehungsweise wie häufig wurde die eine Anzeige geklickt im Verhältnis zu der anderen. Und versucht dann eben zu optimieren, dass eben diese Anzeige, die häufiger geklickt wird, auch entsprechend präferiert wird. Sie können das Ganze entweder auf optimiert machen, dann wird es von Google selber gesteuert, oder Sie machen das Ganze nicht optimiert, dann zeigt Google immer unterschiedlich die Anzeigen und Sie müssen dann selber irgendwann entscheiden, welche Anzeige ist für Sie lohnenswerter. Denn es muss ja nicht so sein, dass wenn Google sieht, dass häufiger geklickt wird oder bestimmte Conversions, wenn Sie diese integriert haben bereits, dass das auch Ihr Ziel ist. Also gegebenenfalls ist es ja auch das Ziel, eben erstmal Awareness zu erreichen für Ihre Marke, und dann ist die Conversion oder der Klick eben nicht das primäre Ziel dieser Anzeige. Das ist zugegebenermaßen nicht oft der Fall. Aber das kann ja eben sein, und dementsprechend können Sie es auch manuell bestimmen und auch manuell damit testen. Das nennt man dann ein sogenanntes AB-Testing. Dann den Werbezeitplaner, das heißt, Sie können hier auch eine Tages- oder auch Nachtzeit hinzufügen, also wann soll diese Kampagne gezeigt werden und wann nicht. Beispielsweise, wenn Sie einen Mittagstisch anbieten, dann wäre es vermutlich sinnvoll, diesen Mittagstisch auch nur zu dieser bestimmten Zeit zu zeigen. Das ist aber dann auch wieder davon abhängig, wie soll eben diese Kampagne ausgerichtet sein. Wenn es grundsätzlich um die Möglichkeit eines Mittagstisches geht, dann kann es auch sinnvoll sein, dass die Anzeige entsprechend so gezeigt wird, auch nachts. Oder aber, wenn Sie denn das lokal begrenzen, dann ist es mitunter auch möglich, dass es eben nur zur Mittagszeit gezeigt wird. Dann haben Sie neben den Standortoptionen, die Sie im vorderen Teil der Kampagneneinstellung vornehmen konnten, hier noch einmal die Möglichkeit, auch nur die Nutzer der Zielregion anzuzeigen zu lassen oder auch Interessenten. Das heißt, es kann ja auch sein, dass Sie beispielsweise, wenn Sie einen Shop haben, auch Interessenten aus Österreich und der Schweiz haben. Wenn Sie denn auch dorthin liefern, dann können Sie das durchaus auch mit aufnehmen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sollten Sie das hier entsprechend ausschließen. Und auch wenn Sie ausgeschlossene Regionen haben, dann sollten Sie entsprechend auch hier sehen, dass Sie diese auch entsprechend hier ausschließen oder auch zusätzliche. Das wäre dann eben bei dieser Auswahl der Fall. Dann haben Sie die Möglichkeit, hier noch abschließend eben ein Tracking vorzunehmen. Das ist in dem erweiterten Bereich, auf den wir hier nicht eingehen werden. Und die sogenannten dynamischen Suchnetzwerkanzeigen. Hier ist es so, dass Google selber eben Anzeigen und mitunter auch Keywords generiert auf Basis dessen, was Google auf ihrer Domain vorfindet. Das heißt also, hier wäre eben
die Kampagnenerstellung in der Hand von Google. Das ist nach meiner Ansicht nach nicht empfehlenswert und gerade für kleine mittelständische Unternehmen nicht sinnvoll, weil sie eben hier die ganzen Targeting-Optionen, die Google ihnen bietet, nicht in der Form nutzen würden.